Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Wenn dir dieses Hörbuch der Fanfiction gefällt und du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das jetzt auf Patreon tun. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Kapitel 168 Dosis Sola Veneum Facit Zweiter Teil. In den Kerkern hatte Severus noch keinen traumlosen Schlaf zu sich genommen. Er war wütend, aber die Ursache für seinen Zorn war ihm nicht ganz klar. Natürlich würde Hermine ihn nicht bestehlen, nicht nachdem sie ihm all ihre Missetaten offengelegt hatte. Sogar seinen Umhang hatte sie damals in Brand gesetzt, weil sie ihn für Harrys verrückt spielenden Besen beim Quidditch verantwortlich gemacht hatte. Severus schmunzelte. Solch ein Unterfangen hätte auch Lillys temperamentvollem Wesen entspringen können. Besonders wenn er sich an das Ereignis mit den Knallfröschen in Geschichte der Zauberei erinnerte. Das war das einzige Mal gewesen, dass Professor Binns aus der Haut gefahren war, oder besser aus seinem Astralleib. Lily hatte 10 Punkte verloren, aber immerhin die Wette gewonnen, Professor Binns aus dem Konzept zu bringen. Seufzend knetete er die Ohren von Harry, der nur mit einem Auge wach war, und seinen Kopf auf Severus' Schenkel gelegt hatte. Sein Blick verweilte auf der leeren Kiste des Tagtraums und er wägte ab, ob er sich später einmal über das umfassende Angebot, die anderen Traumthemen, der Weasley-Zwillinge informieren sollte. Da klopfte es. Die Tür öffnete sich ohne eine verbale Aufforderung seinerseits und Hermine trat herein. Ein gutes Zeichen war, dass sie die Tür leise hinter sich schloss. Ein weiteres gutes Zeichen war seiner Meinung nach ihr Gesichtsausdruck. Wut war nicht zu erkennen. Sie wirkte eher bekümmert, teilweise auch sehr abgeschlagen. Das letzte positive Anzeichen war, dass sie ihm in die Augen schaute und ihn nicht ignorierte. Sie setzte sich neben ihn, auch wenn dort nur wenig Platz war, denn die andere Hälfte des Sofas hatte der Hund für sich beansprucht. Mit ruhiger Stimme machte sie ihm klar. Ich will nicht streiten, das habe ich schon einmal gesagt. Sie seufzte und er bekam deswegen ein ganz schlechtes Gewissen. Wenn Sie mich grundlos so zur Schnecke machen, dann lasse ich mir das nicht gefallen. Aufmerksam hörte er ihre Ausführung zu. Besonders schlimm fand ich, wie Sie mit Kalidi da umgesprungen sind. Das war mir unangenehm. Das ist nur ein Gemälde. Rechtfertigte sich Severus. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob magische Gemälde Empfindungen haben können. Das frage ich mich manchmal auch bei Ihnen. Ihre Worte waren nicht als Beleidigung gemeint, was ihre verzweifelte Stimme untermauerte. Sie blickte ihn eindringlich an. Wenn es die Möglichkeit gäbe, Severus, dann würde ich die Freundlichkeit und die Herzensgüte aus Kalidi das Gemälde herauszaubern und in Sie hineinprügeln. Irgendwo zwischen Sarkasmus und Groll ist bestimmt noch etwas Platz für ein wenig Sanftmut, sagte sie todernst und traurig, weswegen ihm zum ersten Mal bewusst wurde, was sie an seinem Wesen so sehr vermisste, und es tat weh. Müde und ausgelaugt lehnte sie sich zurück und dabei fiel ihr Blick auf die leere Schachtel mit dem Tagtraum. Mit schnellem Griff hatte sie die Kiste auch schon in Händen, und las murmelnd. Diese Überraschung beinhaltete den Kindheitstraum. Sie stutzte, schaute erneut neben sich und sagte ein wenig aufgeregt. Herrje, sind Sie deswegen so missgestimmt? Ich schwöre, dass George mir versichert hat, keiner der Tagträume würde negative Stimmungen aufkommen lassen. Nein, es war... Weil er sich selbst weitere Worte verbat, hakte sie nach. Was haben Sie geträumt? Was haben Sie in Ägypten gesehen? Die Gegenfrage stellte er so schnell, dass Hermine die Ahnung beschlich,
Sie hätte ihm schon länger auf der Zunge gebrannt. Das ist ein schlechter Tausch, Severus. Sie lächelte. Ich hab kaum was gesehen. Hab schnell weggeschaut. Sagen Sie schon, was haben Sie geträumt? Das ist sehr persönlich. Es ist nur ein Tagtraum. Nichts Besonderes. Hermine, stöhnte er. Es ist sehr persönlich. In Ordnung, ich frag nicht länger. Die Box stellte sie wieder auf den Tisch ab und wechselte das Thema. Mr. Kalidida und ich habe eine Theorie. Mit hochgezogenen Augenbrauen zeigte er sein Interesse, sodass sie erzählte. Die Berechnung von Ihnen war korrekt, aber wenn es nicht hilft, dann muss etwas in Pansys Körper sein, das immer noch Schlafes Bruder in kleinen Dosen abgibt. Severus' Stirn schlug sich in Falten. Wie soll ich das verstehen? Naja, wir müssen das überprüfen. Pansy wurde nur ein einziges Mal von Kopf bis Fuß untersucht. Und das auch nur von der Leichenbeschauerin. Professor Butler hat bisher keine erneute Gesamtuntersuchung angeordnet. Und? Die Untersuchung bei der Leichenbeschau ist sehr oberflächlich. Es sei denn, ein Mord wird vermutet. Und das war bei Pansy nicht der Fall. Was wir also im Mungus anregen sollten, wäre eine umfangreiche Untersuchung auf mögliche Fremdkörper. Warum habe ich das Gefühl, dass Sie schon eine Ahnung haben? Er rang sich ein Lächeln ab und war erstaunt, dass es ihm nicht einmal schwerfiel. Corvinius und ich glauben, dass womöglich die Spitze des Messers in Pansys Schulter zurückgeblieben ist. Es reicht ein kleines Stückchen abgesplittertes Metall, das mit Schlafes Bruder versetzt war, und schon kann das Gegengift nicht helfen, weil sich die beiden Mittel im Wege stehen. Einen Moment lang überlegte Severus, bis er nickte. Er schüttelte den Kopf. Es ist durchaus möglich, dass durch den extrem verlangsamten Blutkreislauf noch immer Schlafes Bruder von einem Fremdkörper abgegeben wird. Wir reden hier von minimalistischen Mengen, von Nanolitern. Jedes Mal, wenn Miss Parkinson erwacht und ihr Blut wieder zirkuliert, breitet sich das Gift erneut aus. Dieser Trank ist ein wirklich geschmackloser Einfall, aus wissenschaftlicher Sicht aber äußerst durchdacht. Ich habe nie angenommen, dass Bellatrix dumm gewesen war. Sie war sogar sehr clever, aber auch sehr gefährlich. Er nickte zustimmend. Solche Eigenschaften machen einen Menschen unberechenbar. Ich glaube sogar, sie war es, die... Ihre Kehle schnürte sich zusammen, doch sie hatte den Anfang gemacht und sie wusste, dass Severus nicht beendete Sätze hasste. Was hat Bellatrix getan? Fragte er zaghaft nach. Wie schon so oft wurden die Erinnerungen an den Moment, als sie und ihre Freunde von Inferi und Todessern umzingelt waren, so lebendig, dass kalter Schweiß auf Hermines Stirn ausbrach. Bellatrix war eine von den Todessern gewesen, die Inferi geleitet haben, als wir den einen Abend... Sie schluckte, atmete tief durch. Wir hatten unser Lager aufgeschlagen. Luna und ich hatten Nachtwache. Unbewusst schlug Hermine ein Bein übers andere und verschränkte zusätzlich die Arme. Eine ablehnende Haltung, die Severus aus eigener Erfahrung gut zu deuten wusste. Luna musste mal. Sie war irgendwo in den Büschen, als ich die ersten Inferi gesehen habe. Da war auch dieses grauenvoll, wirklich widerlich gellende Lachen. Bellatrix, warf Severus mit ruhiger Stimme ein. Dieses Gelächter kannte er selbst. Ja. Hermine nickte und nutzte einen Moment, um sich die Worte zurechtzulegen, denn sie hatte bisher nur ein einziges Mal mit ihren Freunden darüber gesprochen, was damals geschehen war. Die Inferi waren sehr leicht auszuschalten. Susan, Ginny, Fred und George hatten seit Jahren an einem wirkungsvollen Spruch gefeilt. Und den haben wir alle gelernt. Ich habe keine Todesser gesehen, musste aber die Inferni abwehren. Luna war noch nicht zurück. Ich habe geglaubt, ihr wäre etwas geschehen. Mein Patronus sollte die anderen warnen. Hermine seufzte. Bellatrix hat nur darauf gewartet. Worauf? Dass es durch den Patronus so hell wird, dass sie mich bestens sehen konnte. Und da hat sie...
Zittrig atmete Hermine ein und aus, bevor sie leise erzählte. Sie hat mir ein Spinnenfeuer entgegengeschleudert. Blitzartig setzte sich Severus gerade hin. Das ist nicht möglich. Den hätten sie nicht überlebt. Er konnte sich noch gut an das Experiment mit Harry erinnern, als er Hermines Farbtrank eingenommen hatte und im Anschluss eine harmlose Pflanze mit dem alles verzehrenden Spinnenfeuer verbrannte. Ich hätte es auch nicht überlebt, aber Luna, im ersten Moment wusste ich nicht, was sie getan hatte. Es hat auf jeden Fall noch mehr wehgetan als das Spinnenfeuer, aber es brannte nicht mehr. Was hat Miss Lovegood angewandt? Soweit ich weiß, gibt es keinen Gegenzauber. Hermine schüttelte den Kopf. Gibt es auch nicht. Luna hat improvisiert. Später im Mungus hat man mir erzählt, dass sie einen einfachen Haushaltszauber an meinen Beinen angewandt hat. Severus war gleichermaßen neugierig und ergriffen. Erzählen Sie. Sie hat meinen Unterschenkel schockgefrostet. Weil keine Reaktion kam, blickte Hermine neben sich. Severus war sichtlich verblüfft, brachte kein Wort mehr heraus. Für Hermine lockerte sich dadurch die Situation ein wenig. Das ist wirklich selten, dass Ihnen etwas die Sprache verschlägt, stellte sie lächelnd fest. Er blinzelte. Das ist wirklich ungeheuerlich. Sie haben das Spinnenfeuer überlebt. Ihr Fall wäre bei Heilern auf der ganzen Welt Gold wert. Nicht gerade Gold, aber ich habe es in die Juli-Ausgabe von Heilers Welt gebracht. Naja, nicht ich persönlich, aber immerhin meine Wade. Tatsächlich? Darf ich mal sehen? Die Ausgabe habe ich in meinem Zimmer. Ich meinte ja auch das Original. Nein! Außer Ron hatte sie niemanden nach diesem Vorfall freiwillig noch einmal das Brandmal gezeigt. Er schien die Situation einen Moment zu überdenken. Ich versichere Ihnen, dass ich ein rein medizinisches Interesse an Ihrer Wade habe. Belustigt zog sie eine Augenbraue in die Höhe. Haben Sie das? Er nickte, doch gab trotzdem nicht nach. Nein, Severus, tut mir wirklich leid, aber dazu bin ich nicht bereit. Ich zeige Ihnen morgen das Bild und den Artikel. Sie machte mit beiden Armen eine Geste, als würde sie ihm die Größe eines geangelten Fisches zeigen. Ein langer Artikel. Demonstrativ schaute er auf seine Standuhr. Morgen ist bereits seit Stunden eingetroffen. Wir sollten uns für das Frühstück fertig machen. Schon so spät? Nein, schon so früh würde es eher treffen. Wir sollten uns nach dem Frühstück kurz treffen und mit dem Mungus einen Termin ausmachen. Ich möchte Miss Parkinson sehen. Von mir aus kann Mr. Zambino uns begleiten. Hermine stimmte summend zu, machte aber keine Anstalten, wieder in ihr Zimmer zu gehen. Stattdessen seufzte sie, setzte das überschlagene Bein wieder auf den Boden und behielt aber weiterhin die Arme vor der Brust verschränkt. Als sie ein zweites Mal seufzte, war das Schuldgefühl in Severus so groß geworden, dass er nach einer Möglichkeit suchte, sein vorangegangenes, patziges Verhalten zu erklären. Seine Stimme war leise, geradezu flehend. Ich möchte nicht, dass Sie sich mit dem ewigen Sie befassen. Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen versichere, dass Sie den Trank nicht brauen müssen. Wie fühlt es sich an? Ihre zögerlich gesprochene Frage konnte er nicht zuordnen. Wie fühlt sich was an? Einen Moment lang blieb sie stumm, sodass er schon vermutete, sie hätte die Frage fallen gelassen. Doch sie wurde genauer und blickte ihm diesmal in die Augen. Wie fühlt es sich an, nur noch einen kleinen Teil zu haben? Es ging über ihre Vorstellungsgabe hinaus, die Frage, wie sich ein Leben mit einem kleinen Überbleibsel der Seele anfühlen könnte, konnte sie sich selbst nicht beantworten. Nun war er es, der stumm blieb. Ich kann es mir nicht vorstellen, gab sie kleinlaut zu. Aber ich würde es gerne versuchen. Ich werde es schwerlich erklären können. Versuchen Sie es, forderte sie mit zaghafter Stimme. Hermine. Er atmete tief durch. In seinem Inneren wusste er, dass sie diejenige war, die eine Antwort verdiente.
Ich kann es Ihnen nicht begreiflich machen. Es wäre ein genauso fruchtloser Versuch, einem Hauself die Freiheit nahebringen zu wollen. Sie blickte ihn entgeistert an. Ist es das? Empfinden Sie es als Freiheit? Seine Schultern zuckten einmal. In gewisser Weise ja. In welcher Weise? Die Augen schließend ging er in sich, um seine Antwort wohlüberlegt zu formulieren. Ich bin befreit von hinderlichen Emotionen. Ein Blick zur Seite ließ ihn in große, braune Augen schauen, aus denen man ablesen konnte, dass das Gesagte in dem schlauen Köpfchen verarbeitet wurde, sich der Sinn dahinter jedoch nicht erschließen wollte. Welche hinderlichen Emotionen? Wollte sie wissen. Was weiß ich? Er wollte es verharmlosen. Mitgefühl, Sympathie, Begeisterung. Flüsternd, als wollte sie seine Worte nicht wahrhaben, fragte sie. Das sind hinderliche Emotionen für Sie? Sie stehen im Weg, wenn man effektive Leistungen erbringen möchte. Erwiderte er kühl. Ihre damaligen Vermutungen schienen sich zu bestätigen, doch sie fragte nach, um Gewissheit zu erhalten. Damit Sie als Spion bei den Todessern bleiben konnten? Sie hätten es auch ohne diesen schrecklichen Trank geschafft. Das bezweifle ich, Hermine. Sagte er so überzeugt, weswegen sie nicht daran rütteln wollte. Der Trank hat nicht so gewirkt, wie Sie es geglaubt haben, oder? Er schüttelte den Kopf, weshalb sie nachhakte. Was ist daneben gegangen? Das, was ich bewahrt habe. Seine Stimme bebte. War der Teil, der im höchsten Maße empfindlich geblieben war. Mir ist das jedoch erst aufgefallen, als Harry auf der Bildfläche. Wortlos forderte sie ihn auf, seine Worte zu erklären, doch er hatte aufgegeben. Die damals so leichtfertig gefällte Entscheidung war mit einem Male schwer verständlich zu machen. Sie versuchte es an seiner Stelle, und zwar mit ihren eigenen Worten. Ihr Tod hat starke Schuldgefühle in ihnen ausgelöst, und sie waren niedergeschlagen. Viel leiser wagte sie hinzuzufügen. Und vielleicht sogar Suizidgefährdet. In Windels Eile drehte sich sein Kopf und blickte sie an, sodass sie ihren Mund abrupt schloss. Der Trank konnte das Schlimmste nehmen, versuchte er, ihr krampfhaft zu versichern. Und wie fühlt es sich an? Die gleiche Frage ihrerseits, doch diesmal blieb Severus ihr die Antwort nicht schuldig. Es war eine schauderhafte Antwort, die er ohne jegliche Empfindsamkeit geben konnte. Als würde man sterben. Oh mein Gott, hauchte sie erschüttert. Ohne eine Gefühlsregung preiszugeben, beteuerte er. Kein Grund zur Sorge, Hermine. Es rührt mich nicht. Ihre Lippen begannen zu zittern, sodass er sich dazu verpflichtet fühlte, ihr zu empfehlen. Und Ihnen sollte es auch nicht nahe gehen. Bitte lassen Sie die Finger vom ewigen See. Schon der Dunst beim Brauen wirkt auf das Empfinden ein. Setzen Sie sich dem nicht aus. Sie zog die Nase hoch und rang sich ein Lächeln ab. Werde ich nicht. Ich versprech's. Danke. Dieses eine, so kurze Wort hatte all seine Erleichterung zum Ausdruck bringen können. Möchten Sie sich erst frisch machen, bevor wir in die große Halle gehen? Sie fand es ernüchternd, dass er so nebensächlich das Thema wechseln konnte. Seine distanzierte Art zu seinem eigenen Schicksal bewegte sie zutiefst. Aber vielleicht, so dachte sie, konnte er gar nicht anders. In der großen Halle blickte Harry seine beste Freundin mit großen Augen an. Hermine, sagte er völlig verdattert, du siehst ja völlig fertig aus. Vielen Dank auch, Harry. Dir ebenfalls einen guten Morgen. Sie setzte sich neben ihn und stellte ihm als wortlose Aufforderung, ihr etwas einzuschenken, die Kaffeetasse vor die Nase. Ich habe die ganze Nacht durchgemacht. Warum fällt es dir nicht auf, dass Severus auch die ganze Nacht über kein Auge zugemacht hat? Harry beugte sich nach vorn und blickte seinen älteren Kollegen an, der fragend eine Augenbraue hob und auf die Antwort wartete, die Harry prompt gab, und zwar schmunzelnd. Severus sieht doch immer so aus.
Severus' Augen verengten sich zu bedrohlich schmalen Schlitzen, weswegen Harry noch hinzufügte. »Das war nur Spaß, aber mal im Ernst, Hermine, du siehst furchtbar aus. Dabei dachte ich schon, nur Remus sieht heute wie ein lebender Toter aus.« Remus, der gar nicht weit weg saß, hatte das gehört und warf Hermine und Severus einen vorwurfsvollen Blick zu, äußerte sich jedoch nicht. »Ist mir irgendwas entgangen? Habe ich was verpasst?« Harry hatte trotz des Toilettengangs in der Nacht prächtig geschlafen. »Wir haben wahrscheinlich den Grund dafür gefunden, warum Severus gegen Gift bei Pansy nicht gewirkt hat«, erklärte Hermine, die somit zumindest für Harry erklären konnte, womit sie sich in der Nacht beschäftigt hatte. Für Remus musste sich etwas anderes einfallen lassen. »Ich drücke euch die Daumen. Mir tut sie wirklich sehr leid. Für Blaise und Berenice muss das eine schlimme Situation sein.« Mit ihrer Antwort war Harry zufrieden, sodass er sich dem Frühstück widmen konnte. Wenn auch wegen seiner Gedanken an Pansys Schicksal nicht so sehr beschwingt. An seinem Frühstück tat sich auch Lucius gütlich, doch es missfiel ihm, dass er nicht wie üblich allein an seinem Tisch sitzen und nebenbei den Klatsch und Tratsch lesen konnte, der im Tagespropheten zu finden war. Heute saß Mr. Deval ihm gegenüber, und er hatte tatsächlich mit seinem kecken Lächeln Schwester Marie ein Frühstück aus dem Ärmel leiern können. Nach einem Schluck Kaffee ging der Beistand einige Unterlagen durch und sagte mit fester Stimme, während er auf ein bestimmtes Dokument deutete: »Das mit dem Imperiusfluch wird nicht schwer werden, Mr. Malfoy. Man kann Ihnen nicht beweisen, dass Sie nicht unter einem gestanden haben. Hier!« Er überreichte Lucius das Pergament. 1981 wurde Walden McNair vom Zaubergamot angeklagt und keine zwei Wochen später wieder freigesprochen. Auch ihm hatte man nicht nachweisen können, aus eigenen Stücken gehandelt zu haben oder durch Voldemort einen Imperius ausgesetzt worden zu sein. Sid blätterte einige Seiten weiter und murmelte: »Wäre Augustus Rockwood nicht von Igor Karkaroff verraten worden, hätte man ihn nicht überführen können.« »Moment«, warf Lucius aufgebracht ein. »Was, wenn einer der ebenfalls in Haft befindlichen Todesser mich denunzieren wollte?« Die Gelassenheit, die Sid ausstrahlte, hätte Lucius gerne inne. Mit arroganter Miene hielt er den Blonden eine Liste vor Augen. »Jeder ist mit seiner eigenen Verhandlung beschäftigt. Aber ihre wird längst vorüber sein, bevor die anderen soweit sind, die ersten Aussagen zu machen. Glauben Sie mir, Mr. Malfoy, niemand von denen würde sich erlauben, ihren guten Namen in den Schmutz zu ziehen.« »Und warum sollten die mich mit Samthandschuhen anpacken?« »Kein Grund, so gnatzig zu werden, Mr. Malfoy. Überlegen Sie doch mal, Sie können doch froh sein, dass Sie selbst in die Ruhe gelassen werden. Sollte einer von denen, wie zum Beispiel...« Er las zufällig einen Namen auf der Liste. »Adelmus Harrington so unüberlegt handeln und seine Mitgefangenen beschuldigen, dann könnte ihm das Gleiche blühen.« Er legte die Liste mit den Namen aller inhaftierter Todesser zurück in seine Mappe. »Ich bin mir sicher, dass keiner einen anderen verraten würde. Denen liegt mehr an ihrem eigenen Wohl.« »Haben die anderen schon einen Beistand?« wollte Lucius wissen. Sein Gegenüber grinste selbstgefällig. »Nein, man wählt die Beistände nun sorgfältiger aus. Ich habe wohl keinen guten Eindruck beim Gamot hinterlassen.« Weil er unterdrückt lachte, hörte man von Lucius nur ein Schnaufen. »Dann passen wir ja bestens zueinander.« Eine ganze Weile blickte Sid auf seine Unterlagen, und Lucius wollte schon fragen, ob die Unterredung für heute beendet werden könnte. Da blickte sein Beistand ihm so intensiv an, dass Lucius das erste Mal die strahlenden blauen Augen auffielen, die so kontrastreich dem schwarzen Haar gegenüberstanden. »Mr. Malfoy, was wissen Sie über die Verstecke der Todesser?« Diese so ernsthaft gestellte Frage wirkte bedrohlich. »Warum wollen Sie das wissen? Ich habe dem Minister und Mr. Shacklebolt alle Informationen.«
Nein, unterbrach Duval. Haben Sie nicht. Sie haben keine Informationen mehr gegeben, seit man Ihnen heimlich Veritaserum verabreicht hat. Weshalb fragen Sie? Lucius war skeptisch geworden. Sagen wir einfach, ich möchte nicht, dass man Ihnen zur Last legen könnte, Ihre flüchtigen Freunde weiterhin in Schutz zu nehmen. Das meinen Sie nicht ernst. Außerdem bezeichne ich diese Männer nicht als meine Freunde. Seine Empörung ließ eine Ader an Lucius Schläfen sichtbar pulsieren. Dem bedrohenden Blick seines Beistands wollte Lucius standhalten, doch als er seinen eigenen Blick abwenden musste, fragte Sid: Wen schützen Sie? Ich schütze niemanden. Ich. Frech unterbrach der Beistand und sagte in einem Tonfall, den Lucius sich bei jedem anderen verbitten würde. Den Akten ist zu entnehmen, dass McNair einige Aussagen gemacht hatte, Aufenthaltsorte und Gebäude. Doch die Auroren fanden nichts. Man vermutet jedoch einen Fidelius, also? Sid lehnte sich zu Lucius und forderte: Wen schützen Sie? Lucius biss sich auf die Zunge und versuchte, Sid mit einem Blick zur Strecke zu bringen, doch dessen Lippen formten nur ein gehässiges Lächeln. Sie baten das Ministerium einmal darum, bei ihrer Frau nach dem Recht zu sehen. Sid hob eine Augenbraue. Sie haben vermutet, dass die Lestrange-Brüder dort auftauchen würden, nicht wahr, Mr. Malfoy? Schützen Sie die beiden, weil sie zu ihrer Familie gehören? Die Muskeln in Lucius Kiefer spannten sich an, bevor er fauchte. Ich schütze sie nicht. Ich werde nur nichts tun, dass man sie fängt. Denn eines sage ich Ihnen, Mr. Duval. Diesmal beugte sich Lucius nach vorn. Den beiden möchten sie bestimmt nicht über den Weg laufen. Ich bin mir sicher, dass sie sich aus jeder Gefangenschaft befreien können. Und deswegen werde ich mich selbst und meine Familie nicht auf deren schwarze Liste setzen, nur weil ich meine Haft damit verkürzen könnte, indem ich sie ausliefere. Das, Mr. Malfoy, werden wir beide vor dem nächsten Anhörungstermin noch regeln müssen. Da gibt es nichts zu regeln. Das sehe ich anders. Das Frühstück war beendet. Sid ließ einen Lucius zurück, der momentan verfluchte, so einen Federfuchser als Beistand zu haben. Er hoffte, nein, er flehte, dass Duval keine schlafenden Hunde wecken würde. Das war's leider schon wieder mit der heutigen Ausgabe unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Über einen Kommentar würden wir uns natürlich besonders freuen. Sollte dir das Hörbuch so gefallen, dass du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das ab jetzt auf Patreon tun. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal.